Ihr Lieben, Kurt und ich, wir haben uns gerade ausgetauscht darüber, wie wir überhaupt das erfahren, diese Kamingespräche, dieses wirklich reinzuspringen, geworfen werden teilweise in ein unbeschriebenes Jetzt, in einen völlig leeren Raum. Du hast gerade so schön erzählt, ne? Manchmal bist du völlig in anderen Welten und dann komme ich und lade dich ein zu einem Kamingespräch. Magst du kurz erzählen? Ja, also jeder ist ja mit irgendwas beschäftigt und manchmal schaue ich mir was an oder höre mir was an, bin in einer ganz anderen Welt, in ganz anderen Gedanken und Gefühlen. Und jedes Mal überrascht es mich, du kommst und wir schauen uns an und tauchen ein und es geht los. Mhm. Wann war das? Ich glaube, vorletzte Woche irgendwann hast du eine Faschingssendung, glaube ich, geguckt und hattest dann gemeint, na ja, jetzt geht's ja gar nicht. Wie soll das denn gehen? Magst du das kurz erzählen? Ja, naja, ich blätter dann manchmal im Fernsehen abends, wenn dann die Konzentration nicht mehr da ist, um was anderes zu machen, dann schaue ich schon mal im Fernsehen, ob da irgendwo was ist. Und da tauchte auch eine Karnevalssendung auf und einer erzählte gerade irgendetwas scheinbar Lustiges. Und ich blieb einen Moment da hängen und in dem Moment ging die Tür auf und du kamst rein und sagst, wollen wir mal ein Kamingespräch machen? Da habe ich gedacht, ja, also unter den Umständen geht das ja eigentlich gar nicht, weil so schnell kommt man ja gar nicht raus aus dem, was da gerade geschehen ist. Und trotzdem, es hört von einem Moment zum anderen auf. Naja, ich hab's leicht, ich schau dich an. Und dann ist man auf einmal in einer ganz anderen Energie, in einer ganz anderen Welt. Alles, was vorher war, ist vorbei. Und man ist wieder im Jetzt und erlebt, was jetzt ist. Und in jedem Augenblick ist ja jetzt. Und ja, und dann tauchen wir im Kamingespräch eben ein in dieses Jetzt und lassen uns überraschen, was dieses Jetzt beinhaltet und mitbringt. Das ist so ein Geschenk und so eine großartige Erfahrung, die ich einfach schon hoffe, dass die einfach überschwappt auf jeden, der das auch hört. Dieses vollkommen egal, was gerade jetzt passiert, dass immer jedes Jetzt einlädt, bewusst da zu sein und bewusst eben sich selbst zu spüren, sich selbst zu erfahren, zu realisieren, Moment mal, mich gibt's da, ah, da ist ja die Stille, da ist ja der Frieden, da ist ja die Fülle, da ist die Einheit, da ist ja alles da in diesem Moment, wenn ich da bin, und mir dessen bewusst zu machen und gleichzeitig diese Offenheit zu erlauben. Und was mag jetzt wohl auftauchen? Was mag da jetzt wohl sich erfüllen möchten? Wie heißt es zu erfüllen? Erfüllen möchten. Möchte in diesem Moment. Was möchte jetzt auftauchen? Ja, wir erleben ja auch bei den Kamingesprächen genau diese Faszination des Jetzt. Denn das begann ja als Zweisamkeit, dass wir auch nicht mal die Absicht hatten, ein Gespräch zu führen, sondern einfach gerne beisammen sind und ins Feuer schauten und das Knistern hörten. Und irgendwann tauchte dann im Jetzt etwas auf und wir haben das besprochen. Und irgendwann hattest du dann die Idee, dass du sagst, das ist eigentlich so hilfreich, dass man das miteinander teilen könnte. Und auf einmal hat sich das ganz anders entwickelt. Es schien einfach ein Gespräch in der Zweisamkeit zu sein. Und auf einmal entsteht da ein Kreis von Menschen, die überhaupt nicht bekannt sind, aber deutlich spürbar präsent. Und trotzdem bleibt diese Zweisamkeit erhalten, als hätten wir Zuhörer dabei, die mit uns praktisch das Abenteuer des Jetzt teilen. Ja, und das Besondere ja, weshalb wir überhaupt auf die Idee kamen, das zu teilen, war ja, dass irgendwas aufgetaucht ist in dem Zusammensein
und sich durch das einfach Anschauen und Aussprechen, was dort wahrgenommen wird oder gesehen wird, dass sich da so viel Neues gezeigt hat und wie der Raum eben sich so gezeigt hat, durch das Miteinander in diesem Raum ein Thema ins Bewusstsein zu nehmen, dass so viel dazu einfällt, im wahrsten Sinne des Wortes, sich zeigt, was, wenn man alleine da ist, so gar nicht geschieht. Also zu dem Abenteuer gehört für mich auch zu entdecken, dass in diesem Sein die Lösung für alle die Aufgaben enthalten ist, die sich gerade im Jetzt, im Sein stellen. Das heißt also, ich erlebe immer wieder fasziniert, dass das Leben, das Jetzt schickt eine Aufgabe, die sich zeigt, die sich ergibt, aber es schickt die Aufgabe immer mit der Lösung. Aber dazu muss man im Sein sein und dann sieht man die Lösung. Der Verstand kann wie nur die eine Seite der Medaille sehen und das im Sein auf der anderen Seite ist die Lösung. Und im Sein siehst du beide Seiten gleichzeitig. Das heißt also, wann immer mal irgendeine größere Aufgabe ist, könnte man miteinander wieder hinschauen im Sein. Okay, wie sieht denn die andere Seite aus? Welche Lösung meint denn das Leben? Wie geht das denn? Und das ist so beruhigend, dass sich nicht mein Verstand und meine Lebenserfahrung bemühen muss, sondern einfach schauen kann, dass das Leben mir eine Aufgabe gibt und gleichzeitig zeigt, wie sie zu lösen ist. Hm. Was gerade aufgetaucht ist, ist, dass ja aus dem, wie auch immer man sagt, die Natur, das Leben, die übergeordnete Ordnung, was auch immer, vielleicht ja etwas mit diesen Kamingesprächen vorhat oder bezweckt oder erfüllen möchte. Was nimmst du denn wahr? Bestmöglichst, was könnte durch diese Kamingespräche geschehen? Also jetzt schon zeigt sich, dass es die Lösung für alle Lebensaufgaben enthält und dass die sich in diesem Sein zeigt, dass jeder das vielleicht als nachher ganz normal empfindet, nicht mehr seinen Verstand und seine Lebenserfahrung zu fragen, sondern wann immer sich wieder eine Aufgabe stellt, er sagt, gut, ich ziehe mich einen Moment zurück, gehe ins Sein, am liebsten mit einem geliebten Menschen natürlich, und wir schauen miteinander hin, was ist denn jetzt zu tun, was erwartet das Leben, das Sein von uns. Und auf einmal kommt dieses Vertrauen zu wissen, ganz gleich, welche Aufgaben sich stellen werden im Laufe des Lebens noch. Ich weiß, dass das Leben gleichzeitig die Lösung mitzeigt. Und in diesem Vertrauen kann man dann ins Sein gehen und ganz gleich, was kommt, man weiß, ich bin dem gewachsen, ich brauche keine Vorbereitung, ich muss mich da nicht einlesen und schlau machen, sondern im Sein zeigt sich alles. Also wir haben immer alles, was gebraucht wird, um alles zu erfüllen, was auftaucht. Sonst wären wir und das, was auftaucht, nicht in einem Zeitkontinuum, in einem Jetzt. Und so könnten die Kamingespräche beitragen, eben diese Einladung, in diese Erfahrung zu kommen und dann wirklich in dieses Vertrauen, ins Erleben zu kommen, wenn ich da bin, dann taucht alles auf, was gebraucht wird, an Lösungen, an Erkenntnissen, an Einfällen. Eben. Und das könnte sein, dass jeder entdeckt, er hat es nicht gewusst, aber darauf habe ich gewartet, auf die Lösung aller zukünftigen Probleme. Die liegt im Sein. Ich brauche also nur bereit sein, bleibe im Sein. Und selbst wenn ich mich habe ablenken lassen, woanders war, sobald eine Aufgabe auftaucht, gehe ich wieder ins Sein. Und das wird auf einmal dann nicht nur ein Weg, sondern es wird Gewohnheit. Es gehört zu meinem Leben. Und auf einmal erkenne ich,
Wahrscheinlich ist das so gedacht, das ist so gemeint vom Leben. Sonst wäre das nicht so wunderbar eingerichtet, dass Aufgabe und Lösung immer zusammen serviert wird. Gibt es denn noch eine Botschaft oder irgendetwas, was dieses Kamingespräch oder was in diesem Kamingespräch auftaucht, wie so ein geistiges Geschenk weiterzugeben? Das waren jetzt alles natürlich schon geistige Geschenke, aber irgendwas Spezielles, habe ich das Gefühl, wartet da gerade noch und möchte auftauchen. Also ich glaube, das sollte man nicht vorwegnehmen. Das mag bei jedem anders aussehen, sondern die Einladung, dass jeder einfach sich trauen sollte, sich auf das Sein einzulassen und zu entdecken, was sein Sein in seinem Leben für Überraschungen bereithält. Ja, und so könnte das jetzt tatsächlich der Moment sein, mit wer auch immer jetzt mit zuhört, in diesem Sein, aus dem Sein zu erlauben, dass sich das Sein mitteilt für jeden individuell. Ob da jetzt eine Frage ist, wo eine Antwort auftauchen könnte oder ein Problem, wo eine Lösung auftauchen könnte oder einfach die Offenheit, einen Impuls bekommen zu wollen. Ich würde jetzt gern so einen Moment Stille geben, dass das bei jedem Einzelnen geschehen kann, auch bei uns. Und dann können wir ja gleich noch mal teilen, austauschen, was vielleicht bei uns aufgetaucht ist. Also ich erlebe das Sein als unendliches Abenteuer, dass das ständig Überraschungen hat und gleichzeitig entsteht so ein Gefühl der Sicherheit, der Souveränität, wirklich bereit zu sein für das Sein und ganz gleich, was es beinhaltet, zu wissen, das Leben stellt keine Aufgaben, denen man nicht gewachsen ist, sondern das ist immer ein Maßanzug für genau mein So-Sein in diesem Augenblick jetzt. Und da könnte also aus diesen Gesprächen ein, ja, aus der Erfahrung, aus dieser Erfahrung heraus ein unglaubliches Vertrauen entstehen in das Leben. Bei mir tauchte ein Bild, was, oder zwei Bilder, die in einem dann waren, zuerst wie so eine Blüte, die sich öffnete. Aber aus der Mitte dieser Blüte entstanden ständig neue Blütenblätter. Und gleichzeitig war es wie so eine Quelle, es tauchte auch dieser heilige Gral tatsächlich auf, eine Quelle wie ein Brunnen, der unversiegbar war. Also diese unendliche Quelle, aus dem heraus das Leben sprudelt und ständig neu heraussprudelt, ständig neu, ja, in jedem Moment sich selbst erneuert, unendlicher, diese unendliche Quelle, aus dem heraus dieses unendliches Leben heraussprudelt, war jetzt ganz, ganz schön, auch dieses farbenfrohe Entspringen. Ich sehe das richtig vor mir. Und ich könnte mir vorstellen, dass in der Schule der Zukunft man eben nicht mehr Gedichte auswendig lernt oder irgendwelche Aufgaben löst, sondern dass man lernt, bewusst einzutreten in die Erfahrung des Seins und in dem Vertrauen, dass das Sein alles immer beinhaltet, was du gerade brauchst. Das gefällt mir jetzt, weil dann könnte man nicht ein auswendig gelerntes Gedicht aufsagen, sondern man erlaubt aus dem Jetzt heraus das Gedicht oder das Lied, was auch immer, zu singen, zu sprechen, was in diesem Moment auftaucht. So danke ich dem Leben, dass du bist. So danke ich, dass wir sind. So danke ich, dass das unversiegbare Leben immer fließt. So danke ich, dass ich bin. Wow, da könntest du aber auch deine Gitarre nehmen und könntest das begleiten.
das machen wir das nächste Mal. Okay. Dann bis zum nächsten Mal. Ich bedanke mich fürs Zuhören, fürs Dabeisein und ich freue mich auf das nächste Mal. Uns machen die Gespräche auf jeden Fall viel, viel Freude und Spaß vor dem Kamin.